Mein Name ist Anke Monat, ich bin Geschäftsführerin von Palette e.V. seit einem Jahr ungefähr und ich darf hier heute euch und Sie alle ganz herzlich begrüßen zu 25 Jahre Palette und zum Thema Ohne Legalisierung geht es nicht. Das ist für Palette ein ganz altes Thema und als wir uns im Februar dazu Gedanken gemacht haben, wie können wir das Jubiläum begehen, war klar, es kann nur das eine Thema geben. Und im Laufe des Jahres haben sich jetzt auch viele Diskussionen ergeben. Wurde debattiert im Bundestag, die Strafrechtsprofessoren, die Hälfte aller Deutschen haben quasi eine Petition gemacht. Und wir sind also voll im Trend mit dem Thema und hoffen auch für Hamburg, dass das Thema hier auch wieder transportiert wird, weil das einfach so wichtig ist. Wir sprechen dabei nicht nur von Legalisierung von Cannabis, sondern von Legalisierung aller Drogen. Das nochmal ganz deutlich an dieser Stelle, damit das nicht in die eine Ecke nur geht. Ich habe jetzt sozusagen die Aufgabe, ein bisschen Orgasachen zu machen und die Ankündigungen zu machen. Wir sind ein bisschen zeitlich schon ein bisschen hinten dran, weil das hat gedauert mit dem Rundgang. Dafür habt ihr aber schon alle ganz viel, jedenfalls die, die mit waren, erfahren zum Stadtteil St. Georg, zur Drogenpolitik in Hamburg, zur Besonderheit auch dieses Ortes hier. Denn dieser Ort ist tatsächlich ganz besonders und wir danken der Kirche und der Kirchengemeinde natürlich ganz außerordentlich herzlich, dass wir heute hier sein dürfen, weil das wirklich ein geschichtsträchtiger Ort ist für die Drogenpolitik in Hamburg. Und wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Also vielen Dank auch an die Kirchengemeinde und die Pastoren. Wir haben die Ansage bekommen, keine Getränke und kein Essen mit in die Bänke zu nehmen. Und ich möchte euch alle bitten, sich daran zu halten. Also das ist, da sind die Polster draufgelegt. Ich hoffe, es wird auch ein bisschen warm bleiben. Das soll keine Flecken geben. Gut, wir werden jetzt beginnen mit der Ausstellungseröffnung von der Heinrich-Böll-Stiftung aus Thüringen. Und werden danach, wird Rainer Schmidt, nee, danach stimmt gar nicht, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Danach kommt das Theater, Heroinschorle 350. Ich mache so ein bisschen Ablauf. Dann kommt Rainer Schmidt, der ist jetzt Vorstand, langjähriger Geschäftsführer von Palette. Der wird was zur Geschichte von Palette sagen, sicherlich auch zur Drogenpolitik allgemein in Hamburg. Und danach gehen wir in die Parallelveranstaltungen, in die Vorträge, wovon jeweils einer hier stattfinden wird und einer im Schauspielhaus. Ich bin jetzt im Moment noch nicht informiert, welcher wo stattfindet. Das werde ich nachholen. Dafür müssen wir in einer Gruppe darüber gehen. Da muss man also zusammen rübergehen, weil es sonst keinen Einlass gibt. Das werde ich aber noch mal rechtzeitig ankündigen. Wir werden da eine Pause haben zwischen dem Vortrag. Von dem ersten zum zweiten, kleine Pause, die haben wir hier vorbereitet mit Kaffee, Tee und ein bisschen Kuchen. Danach gibt es einen weiteren Vortrag, ebenso einer hier, einer im Schauspielhaus und werden dann eine Pause haben, hoffentlich noch eine Stunde, sonst müssen wir mal gucken, wie wir das machen, sodass wir dann in die Abendveranstaltung gehen, Podiumsdiskussion und zum Schluss kommt noch Rocco Schamoni und macht ein bisschen Kultur zu dem Thema. Da freuen wir uns. Also Dank an alle, die beteiligt sind, die mitmachen, die hier den Büchertisch machen. Wir werden hier die ganze Zeit ein professionelles Filmteam haben vom TV. Das heißt, es wird aufgenommen. Wir hoffen, es hinterher auf die Homepage zu stellen. Und somit würde ich jetzt einfach starten und Michael Klein bitten, die Ausstellung zu eröffnen, die wir heute hier haben. Vielen Dank. Ja, als erstes möchte ich mich bedanken für diesen spannenden Stadtgang durch St. Georg. Es war hochinteressant und ich habe großen Respekt vor eurer Beharrlichkeit hier. Bleibt dran, es wird weiter notwendig sein, für menschenwürdige Drogenpolitik auch vor Ort zu kämpfen. Mein Name ist Michael Klein, ich bin aus Gera, das muss man nicht kennen. Das ist in Thüringen zwischen Leipzig und Jena ungefähr und bin Mitautor der Ausstellung Drogenkultur, Kulturdrogen und der gleichnamigen multimedialen CD-ROM und Mitglied im Schildor-Kreis. Wer den Schildor-Kreis noch nicht kennt, der sollte einfach mal im Internet googeln und auf die Webseite gehen, das lohnt sich definitiv.
Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Als evangelischer Pfarrer, der ich bin, beginne ich hier in einer Kirche sehr gern mit diesem passenden Bibelzitat. Gleichzeitig möchte ich den Rahmen nutzen, um einen historischen Bezug herzustellen. Es gab eine Zeit, als die Obrigkeit im Auftrag der Kirchen meinte, sie müsse durchsetzen, was Menschen glauben dürften und was nicht. Andersgläubigkeit oder gar Nichtgläubigkeit wurde kriminalisiert und verfolgt. Es gab Sondergesetze, Sonderermittlungsbehörden und Sondergerichte. Die Gewalt des Staates in Sachen Religion nahm Formen des Terrors an. Dann weichte die Sache schrittweise auf und es galt cuius regio, eius religio. Ich bin nicht so gut in Latein, aber es bestimmte jedenfalls der jeweilige Landesherr, welche Religion in seinem Gebiet zugestanden wurde. So gab es eben protestantische, katholische, sunnitische und schiitische Gebiete. Dagegen entstand eine zivile Oppositionsbewegung, die sich für eine umfassende Gewissensentscheidung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen einsetzte. Die Niederlande unter Wilhelm von Oranien waren übrigens eines der ersten Länder, in denen sich einstige Ketzer, Täufer als auch Juden ohne Angst vor Verfolgung niederlassen konnten. Die Religionsfreiheit wurde unter großen Anstrengungen den Herrschenden abgerungen und sie stellt eine bedeutende zivilisatorische Errungenschaft dar. Jeder und jede entscheidet frei und selbst, welchen Glauben sie wählen oder ob sie gar keiner Religion angehören wollen. Die Religionsfreiheit wurde in den Kanon der Menschenrechte aufgenommen und ist in jeder demokratischen Verfassung verankert. Drogenpolitisch befinden wir uns noch in dem voraufklärerischen Zustand des cuius regio, eius pharmaca. Der bevormundende Staat will entscheiden, welche Drogen seine Untertanen nutzen dürfen und welche nicht. Dabei regeln dies Landesregierungen je nach Lust und Laune. So ist in den meisten muslimischen Ländern Alkohol kriminalisiert. In Bolivien wurde Kokare legalisiert, während ansonsten weltweit sogar der harmlose Mat de Coca strafbewehrt ist. Psychoaktiver Hanfgebrauch ist ohne Verfolgung unter anderem im Uruguay, Colorado und in den Niederlanden möglich. Doch in Saudi-Arabien, Vietnam und Iran können Menschen wegen Besitz größerer Mengen noch hingerichtet werden. Die Drogenverbote sollten in inquisitorischer Tradition mit Sondergesetzen, Sonderermittlungsbehörden und Sondergerichten durchgesetzt werden. Die Gewalt des Staates in Sachen Prohibition nimmt global Formen von Krieg und Terror an. Systematische Menschenrechtsverletzungen und eine Destabilisierung der Demokratie sind die Folge. Um dies zu belegen, nur ein paar Beispiele, die ich anreiße. In Südostasien betreiben mehrere Staaten Arbeitslager, in denen drogengebrauchende Menschen zum Teil ohne Urteil unter unwürdigen Bedingungen interniert werden. Vertreter von Polizei, Justiz und Politik sind zunehmend selbst im illegalen Drogengeschäften verwickelt. In Frankreich wurde der Einsatz von Militär im Kampf gegen Drogenhandel ernsthaft diskutiert. In Deutschland nimmt die Telefonüberwachung, ein für ein demokratisches Land gravierender Eingriff in geschützte Grundrechte, in Zusammenhang mit der sogenannten Betäubungskriminalität stetig zu. In unserem Land wurde für längere Zeit trotz deutlicher Kritik von Menschenrechtsverbänden an der Praxis der Brechmittelvergabe letztlich eine grausame Form der Folter festgehalten und erst nach zwei Todesfällen und der Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufgegeben. Ich möchte es durchaus so formulieren: Wenn Menschen allein aus dem einen Grund,
weil sie sich für eine bestimmte psychoaktive Substanz entschieden haben, ausgegrenzt und kriminalisiert werden. Wenn Menschen allein aus dem einen Grund, weil Drogengebrauch zu ihrer Lebenskultur dazugehört, künstlich erzeugten Gesundheitsrisiken ausgesetzt oder gar in den Tod getrieben werden, dann haben wir es meines Erachtens mit einer Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu tun. Und dies sollten wir in der Diskussion vielleicht noch klarer herausstellen. Die Prohibition stellt eine Spielart gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit dar. Die zwei großen Argumente der Verteidigung der Prohibition möchte ich dabei nicht ausblenden. Erstens, das Verbot riskanter psychoaktiver Stoffe bedeutet Gesundheitsschutz. Aber Gesundheitsschutz ist keine theoretische Formel, sondern muss sich an konkreten Problemen und Maßnahmen messen lassen. Wäre die aktuelle Drogenpolitik tatsächlich auf Gesundheitsschutz ausgerichtet, dann hätten wir die rechtlich geschützte Möglichkeit zum Drug-Checking. Mit dieser Methode können reale Gefahren von Konsumenten abgewehrt werden. Zum anderen gäbe es flächendeckend Drogengebrauchsräume für alle bestehenden Formen von Drogengebrauch, in denen Drogengebraucher nicht nur risikoärmere Rahmenbedingungen für ihren Drogengebrauch finden, sondern auch Beratungsangebote und im Notfall umgehend Erste Hilfe. Zweitens, das Argument, das Drogenverbot bedeutet Jugendschutz. Doch offensichtlich ist Jugendschutz im Schatten der Illegalität überhaupt nicht durchsetzbar. Jugendschutz hat tatsächlich nur in einem Modell kontrollierter Regulierung überhaupt eine Chance. Das Drogenverbot verteidigt weder Gesundheits- noch Jugendschutz, sondern vertritt eine prinzipiell abwertende Ideologie gegenüber bestimmten, willkürlich festgelegten Formen des Drogengebrauchs. Die Prohibition, ich wiederhole es, steht nicht in der Tradition der Aufklärung, sondern der Inquisition. Hier liegen keine rationalen Entscheidungen, sondern vielmehr Irrationalität, Anmaßung und Angst zugrunde. Und da möchte ich hier in Entsprechung anderer gesellschaftlicher Phänomene von Drogenphobie sprechen. Systematische Menschenrechtsverletzungen und eine Destabilisierung der Demokratie sind wesentliche Folge einer Politik der Prohibition. Aus diesem Grund stellt die Frage nach der Überwindung der Prohibition keinen Nebenaspekt der Politik dar, sondern berührt wesentliche existenzielle Aspekte unserer Gesellschaft. Auch Menschen, denen die Frage nach Drogengebrauch nebensächlich erscheint, sollten anfangen, sich mit Drogenpolitik zu beschäftigen. Deshalb ist die Forderung nach Drogenfreiheit eine existenzielle Forderung unserer Zeit. Drogenfreiheit verstehe ich dabei im Bedeutungssinn analog zur Religionsfreiheit. Das bedeutet, dass der Staat nicht zu entscheiden hat, welche Drogen seine Bürger nutzen. Die Menschen müssen als mündige Bürger diese Entscheidung selbst fallen dürfen. Die Dauerrepression des Staates in Richtung selektiver Abstinenz muss durch ein System geregelter, kontrollierter Abgabe unter Maßgabe von Jugend- und Konsumentenschutz ersetzt werden. In der Wahrnehmung von Drogengebrauch beherrschen juristische, politische, medizinische und problemfixierte Sichtweisen die öffentliche Auseinandersetzung. Eine entscheidende Möglichkeit, offener und kompetenter an die Sache heranzugehen, sehe ich darin, Drogengebrauch wieder als kulturelles Phänomen ernst zu nehmen. Und damit sind wir bei der Ausstellung der Heinrich-Böll-Stiftung Drogen, Kultur, Kulturdrogen. Der Gebrauch psychoaktiver Drogen durchzieht die gesamte Geschichte der Menschheit. Anwendungen fanden sie vor allem innerhalb der Medizin, im religiösen Kontext und als Genussmittel. Welche Stellung und Rolle haben Drogen im Alltag, Religion und Ritus? Dabei war es geschichtlich und territorial unterschiedlich,
wie der Umgang mit Rausch und Rauschmitteln konkret gestaltet wurde. Es wurden sehr differenzierte Verhaltensweisen, Regeln und Rituale entwickelt, um Drogen kulturell einzubinden und auf diese Weise potenzielle Risiken und Gefahren zu reduzieren. Eine solche kulturelle Integration führte dann auch zu einer Wechselwirkung zwischen Drogengebrauch und Kultur. Und genau dieser kulturelle Aspekt, der in der aktuellen Diskussion oft übersehen wird, wieder mehr in den Blick zu bringen und damit einen Beitrag zum besseren Verständnis für das Phänomen Drogen zu leisten, fühlt sich die Ausstellung verpflichtet. Die Wahrnehmung von Drogengebrauch als einen Faktor menschlicher Kultur hilft dabei auf 4 Ebenen. Erstens, wir können lernen, Drogengebrauch als Realität anzuerkennen und die Wirklichkeit zu akzeptieren, wie sie ist. Das kann helfen, uns von der Illusion bzw. Ideologie einer rein abstinent orientierten Gesellschaft zu verabschieden. Und das wiederum macht frei, unsere Energie endlich darauf zu konzentrieren, vernünftige Formen schadensminimierender Regulierung zu entwickeln. Zweitens, wir können lernen, Drogengebrauch besser zu verstehen. Weshalb nehmen Menschen Drogen? Was erwarten sie davon, was nicht? Welche Funktion nehmen Drogen ein im Alltag, im Ablauf des Lebens? Entscheidend wird auch sein, dass wir in der Gesellschaft nicht über, sondern vor allem mit Drogengebrauchern reden. Doch ein solcher Dialog kann nur dann gelingen, wenn die Kriminalisierung beendet wird. Drittens, ein besseres Verständnis für Drogengebrauch hilft, sachgerechter und gezielter mit dieser Wirklichkeit in unserer Gesellschaft umzugehen. Dann können wir auch neue Modelle finden, bei denen Drogengebrauch und Drogengebraucher sozial als auch kulturell integriert werden. Es können sich offene Formen des Gebrauchs entwickeln, die vorhandene Risiken minimieren. Und wenn Menschen mit sich und ihrem Drogengebrauch Probleme bekommen, dann erwartet sie keine Strafe, sondern Hilfe im geschützten Rahmen. Viertens, ohne Kenntnis der kulturellen Bedeutung von Drogengebrauch ist auch keine qualifizierte Prävention möglich. Dabei sind wir ja bei einem Aspekt, wo ich meine, dass alle letztendlich gemeinsam meinen, Prävention als Form der Schadensminimierung ist sinnvoll und notwendig. Wenn wir nachvollziehen können, was hinter Drogengebrauch steckt, was Menschen damit verbinden, was er ihnen bedeutet, erst dann können wir auch wirklich professionell und gezielt notwendig sinnvolle Prävention gestalten. Die Ausstellung Drogenkultur, Kulturdrogen bietet sachorientierte, anschauliche und differenzierte Informationen und öffnet die Möglichkeit, sich auf eine Weise dem Thema zu nähern, die neue und kritische Sichtweisen zulässt. Das Begleitprojekt zur Ausstellung ist die CD-ROM Drogenkultur, Kulturdrogen. Sie ist durch verschiedene multimediale Elemente anschaulich gestaltet. Darauf zu finden sind Informationen unter anderem zu den Themenbereichen Geschichte, Medizin, Religion, Literatur, Film, Musik, Kunst, Geografie und Politik. Ausstellung und CD-ROM sind über die Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen e.V. zu erhalten. Ziel ist es, letztendlich die CD-ROM ins Internet zu transformieren, wo dann sozusagen ein multimediales Internetmuseum zur Drogenkultur entstehen kann und ohne Probleme für jeden zugänglich. Ich wünsche Ihnen spannende Entdeckungen beim Besuch der Ausstellung und gute Begegnungen auf der heutigen Fachtagung, deren Motto ich vorbehaltlos unterstütze. Ohne Legalisierung geht es nicht. Der Palette wünsche ich ein schönes Fest und noch viele aktive Jahre hier in Hamburg. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Kleim. Das war schon voll im Thema drin, würde ich sagen. Ich habe eine wichtige Sache vergessen.
habe ich viel mehr gerade auf der Bank da unten ein. Und zwar habe ich vergessen, heute anzukündigen, dass wir auch eine Preisverleihung heute Abend hier haben werden. Und zwar wird der Josch von Söhr-Preis bei der Abendveranstaltung, also vor der Podiumsdiskussion hier und heute verliehen. Ich selber weiß noch nichts. Also lassen wir uns überraschen und freuen uns auf eine wirklich interessante Veranstaltung. Jetzt darf ich ankündigen, die Theatergruppe, die sich gleich selber vorstellen wird. Also ich sage nur Vorhang auf oder wie man so sagen mag. Also bitte, die Theatergruppe Heroinschorle, 3,50 Euro.